Häufig hören wir von euch die Frage, wie groß die Zeitersparnis beim Werkzeugwechsel bei Spindeln mit halbautomatischem und vollautomatischem Werkzeugwechsel gegenüber Spindeln mit manuellem Werkzeugwechsel ist. Dieses Video wird all denen gefallen, die sich genau diese Frage gestellt haben, denn heute zeigen wir alle drei Werkzeugwechsel im Vergleich. Hi, wir sind Andi und Marc und wie ihr als Anwender sicher wisst, ist der Werkzeugwechsel ein zentraler Prozess bei der Arbeit mit einer Motorspindel. Daher haben wir die X22 Motorspindel in die drei Werkzeugwechselarten manueller, halbautomatischer und vollautomatischer Werkzeugwechsel unterteilt. Dabei unterscheiden sich die drei Werkzeugwechselarten maßgeblich in der Schnelligkeit, in der ihr das Werkzeug wechseln könnt. Um euch diesen Unterschied einmal demonstrieren zu können, wird Andi gleich alle drei Werkzeugwechsel einmal durchführen und ich werde die Zeit dabei stoppen. Beim automatischen Werkzeugwechsel werden wir euch eine mögliche Zwischenstufe zeigen, denn bei einer ATC könnt ihr die Werkzeugaufnahme auch per Taste von Hand wechseln. Dafür benötigt ihr dann kein Werkzeugmagazin und auch keine Einbindung in die Steuerung. Das ist vor allem für die gedacht, deren Steuerung keine Einbindung eines automatischen Werkzeugwechsels zulässt. Wie eine Spindel mit automatischem Werkzeugwechsel und Werkzeugmagazin mit Einbindung in die Steuerung funktioniert und wie das Ganze aussieht, das werden wir euch dann mal in einem anderen Video zeigen. Starten wir mit der Spindel, die bereits hier an der Maschine hängt, mit der flüssigkeitsgekühlten ER20. Dafür benötigen wir einen Drehmomentschlüssel mit entsprechendem Aufsatz für ER-Minispannmuttern, den Wellenschlüssel zum Gegenhalten an der Welle und die Mutter mit Spannzangen und Werkzeugen. Andi wird das Werkzeug jetzt einwechseln und dann starten wir mit der Zeitnahme. So, Andi, starten wir die Zeitnahme. Wenn du bereit bist, geht's los. Und los. Wir vereinfachen hier den Prozess sogar, da man beim manuellen Werkzeugwechsel normalerweise nach jedem Wechsel das Werkzeug nur einmessen muss. Dazu solltet ihr auf jeden Fall einen Werkzeuglängentaster verwenden, denn dieser vereinfacht die Arbeit gegenüber dem manuellen Ankratzen des Werkstücks nochmal deutlich. So, das war 1:05. Als nächstes folgt dann der Werkzeugwechsel an einer X22 QTC mit halbautomatischem Werkzeugwechsel. Dazu bauen wir die Maschine kurz um und sind dann gleich wieder zurück. Jetzt folgt der zweite Werkzeugwechsel. Dazu haben wir die Werkzeugaufnahmen bereits vorbereitet. Das Einzige, was Andi jetzt noch benötigt, ist der Drehmomentschraubenzieher. Er wechselt jetzt kurz eine Werkzeugaufnahme ein und dann stoppen wir die Zeit. So, Andi, wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Kann losgehen. Auf dein Zeichen. Und los. Das waren 18 Sekunden. Kleine Anmerkung. Bei der Toolchain Challenge beim letzten Spinogy Sommerfest lag die Bestzeit bei 9,3 Sekunden. Im Training konnten wir diese Zeit aber bereits auf 7,3 Sekunden verbessern. Dabei haben wir aber auch darauf geachtet, dass wir nur die Werkzeugaufnahme einwechseln und nicht den Fräser in der Werkzeugaufnahme haben,
damit hier kein Verletzungsrisiko besteht. Und bei der Challenge haben wir auch darauf verzichtet, den Verschlussring zu verschließen. Als nächstes folgt der automatische Werkzeugwechsel und dabei zeigen wir euch, wie bereits angesprochen, eine Alternative zur Einbindung des Werkzeugwechsels in die Steuerung. Dazu benötigen wir lediglich hier den Lösedrucktaster, der im X-Control P das Pneumatikventil schaltet. Wir bauen kurz die Maschine um und dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Hier hängt jetzt die flüssigkeitsgekühlte HSK 25. Die Werkzeugaufnahmen haben wir wieder bereits vorbereitet. Andi schnappt sich jetzt den Lösedrucktaster, wechselt erstmal das eine Werkzeug ein und dann starten wir wieder mit der Zeitnahme. So, Andi ist bereit und los. Wow, das waren genau 5 Sekunden. Ganz schön schnell. Fassen wir nochmal zusammen. Bei der Spindel mit manuellem Werkzeugwechsel hat der Wechsel 1 Minute 5 gedauert, bei der Spindel mit halbautomatischem Werkzeugwechsel 18 Sekunden und jetzt hier bei der automatischen Wechslerspindel haben wir nur 5 Sekunden gebraucht. Ihr seht, gegenüber einer Spindel mit manuellem Werkzeugwechsel spart ihr bei einer Spindel mit halbautomatischem Werkzeugwechsel mindestens 47 Sekunden. Und bei einer Spindel mit automatischem Werkzeugwechsel spart ihr sogar 1 Minute. Das war's mit diesem Video. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welchen Werkzeugwechsel ihr zu Hause habt und wie schnell ihr euer Werkzeug wechselt. Schaut auch gerne bei uns im Shop vorbei. Dort könnt ihr neben den gerade gezeigten Wechselzeiten auch nochmal die Anschaffungskosten der 3 Spindeln vergleichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.